Hallo Sportfreunde und willkommen zu meinen Division und für Champions Rots. Ja, ihr seht hinten jetzt halt schon mal das Team of the Week, was es jetzt zu ziehen gibt. Ja, in den Player Picks, würde ich mir einen Spieler haben wollen, ja. Und auf den bin ich drauf, auch wenn er den Info bekommen hat, weil er einer Bayern München sozusagen zwei Tore reingedrückt hat, ja. Aber naja, er ist ein geiler Spieler. Kann man gut gebrauchen. Ja. Genau. Wir fangen einfach mit Division Rivals wie immer an. Mit einem Megapack. Ja. Keine Ahnung, warum es hier nochmal zeigt, ja, interessiert keinen. Und jetzt für Champions Rewards. Wieder mal Gold 3 und dazu habe ich eigentlich eine richtig gute Geschichte. Warum ich nur Gold 3 bin. Ja, am Anfang, die ist ganz gut. Am Anfang, ja. Ich stand die ersten 11 Spiele, waren es glaube ich, oder die ersten 10. Die ersten 11 Spiele stand ich dann, bis zu den ersten 11 Spiele stand ich 8-3. 8-3. Und dann habe ich sehr viele Spiele auch unglücklich einfach verloren. Der Spieler war, naja, nicht wirklich gut. Aber ich habe halt gar kein Tor gemacht. Chesney 87 oder Player 83. Komm, wir nehmen mal von 87er Chesney mit und jetzt ein 87er Reus. 87er Reus mit der Nase. Ich habe gerade am Kabel deswegen. Von der Bag. Yeah. Aber ein 87er. Gar nicht so schlecht. Ist der Second In von den. Den ersten habe ich auch in Player Picks gehabt. Und das ist das Team, mit dem ich es gemacht habe, ja? Nicht viel verändert. Ja. Nur vorne Robert Lewandowski. Ja. Den habe ich gezogen. Naja. Schauen wir mal in die Packs rein. Aber jetzt mal die 7,15k Packs. Meine ich natürlich. Kein Walkout. Keine irgendwas. Keine Schlitze. Eine Torwart. Und das ist Sirigu. Ja. Richtig gut. Ja, einfach alles in den Verein. Das reicht schon. Ja, weil viel mehr kann man da nicht machen. Keine Champions League Karte, ja. War ja klar und deswegen auch kein Brett. Oh, Guerrero. Hi. So, 50 KPK und dann noch 35 KPKs. So, wir schauen einfach mal rein. Vielleicht mal ein Walkout. Walkout ist am Start. Kein krasser Spieler, doch. Okay. Na was? 87. Boah, krass. Nein, du was dahinter? Nein. So. Und tschüss. Naja. Okay, Navas ist schon, ist nicht schlecht, aber der ist auch nicht viel wert. 20k vielleicht, wenn es hochkommt. Dieses Mal keinen. Vielleicht ja. Es gibt ja auch Champions League Karten, die eine 81er Rating haben. Aber warte mal, die sind dann mal ein Brett. Götz ist kein Brett. Oh. Einfach mal gucken. Vielleicht ziehen wir ja jetzt dann noch ein Walkout. Im 50k Pack. Ey, wir haben. Was ist das? Wir ziehen keine Bretter. Was ist das? Das ist ja gut. Wenn wir keine Bretter ziehen, ey. Ja?
Da brauchen wir nicht wundern, dass ich hier irgendwie was mache. Erstmal kurz Kabel ausstecken, dass ich hier mit der Nase das machen kann. Und jetzt zieh mal ein Walkout. Und jetzt zieh mir einen normalen Brettspieler, Torwart Gianluigi Buffon. Was ist hier los? Jetzt ohne Scheiß. Keine Champions League Karte dahinter. Schade. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Wir ziehen einfach nur Torhüter, die Walkouts sind, oder was? Ja. Das ist ja echt madig. Hallo, jetzt gehst du da wieder rein, danke. Nur Torhüter. Ja. Psst, das ist ja, das ist mal wieder nicht der... Mann. Einfach weil sie ein 83er Rating haben und ein 82er Rating. Sind beide kacke. Meine Güte. Ja. Ich versuche jetzt mal das Team ein bisschen umzustellen. Ja. Und ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr die nächsten Division Rivals Rewards als Livestream mal haben wollt. Ja. Und ob wir einfach mal einen Food Champions Livestream machen sollen. Ja. Food Champions Livestream, Alter. Erstmal damit die letzten 10 Spiele oder sowas. Ja, am Sonntag wäre eigentlich gar nicht mal so scheiße. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja. Und das letzte Video noch angucken. Und da einfach mal abstimmen. Ganz wichtig, Leute. Ganz wichtig. Ja. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten FIFA 19 Video, Karrieremodus oder vielleicht auch noch was anderes. Ja. Lasst euch überraschen, vielleicht kommt ein Karrieremodus, vielleicht kommt auch noch was anderes. Da habe ich vor 2 Jahren vielleicht mal was gemacht dazu. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.